Hallo meine lieben YouTuber, willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. Ich bedanke mich für 140 Abonnenten. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Ich werde euch zeitnah zurückfolgen. Derzeit ist es halt bei YouTube so, dass ich eine Benachrichtigung bekomme, dass ich zu vielen Leuten folge. Das heißt, erstmal müssen mir wieder ein paar Leute folgen, also sprich ein Abo abschließen, kostenlos, damit ich dann wieder euch zurückfolgen kann. Also ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung von meinem Kanal. Ich hoffe, ich kann euch hier einigermaßen ein bisschen unterhalten. Und ja, wie ihr ja wisst, bin ich ja Frührentner und 80% schwerbehindert und darf halt nur noch ein paar Stunden am Tag arbeiten. Deswegen habe ich ja im Sommer da meinen Job bei der Kirche als Hausmeister. Und das hier ist einfach so ein bisschen mein Hobby und vielleicht kann ich eines Tages damit mal ein bisschen Geld verdienen und dann selbstverständlich meinen Kindern auch was zugutekommen lassen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Also, und das Projekt MZ-ETZ-250, also die Umbaumaßnahmen zur Volkspolizei von meiner Simson S53M Alpha, wird ein bisschen dauern, aber es wird. Es fehlt noch das schwarze Schutzblech hinten und es fehlen noch die beiden Seitendeckel in NVA Olivgrün, Hochglanz wie der Tank und natürlich dann noch das ganze Aufkleberdekor. Also bleibt mir bitte gewogen treu, habt ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld. Ich kann das nicht alles so auf einmal. Wir haben Inflation, wir haben steigende Preise. Ja, trotzdem wäre es schön, wenn ihr mir hier gewogen treu bleiben würdet. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe den Kanal auf privat eingestellt. Das heißt, ihr seid meine privaten Abonnenten, aber ihr habt hier keine Kosten oder nichts oder so. Ihr müsst auch hier nichts spenden oder sonst irgendwas. Ich bin immer so ein Mensch, der immer sich so sagt, jeder muss für seinen eigenen. Für sein eigenes Hobby gerade stehen und ja. Ich kann es halt, wie gesagt, nur nicht immer so wie andere Leute jetzt mal eben irgendwo hinfahren und dann sagen, da steht jetzt irgendwie ein Schlachtmodell, das kostet jetzt ein paar hundert Euro, das nehme ich jetzt, das kann ich nicht. Ich muss halt immer in kleinen Schritten sparen. Ich gucke halt immer so nach Lagerrestbeständen von ehemaligen Simson-Händler, die dann in den Ruhestand gehen und die haben dann oft noch Lagerrestbestände aus D-Mark-Zeiten oder sogar Nachbausachen von MZA, die man dann halt wirklich für kleines Geld kriegen kann. So wie auch zum Beispiel das Kettenrad hinten, das hat 30 Euro gekostet. Hätte ich mir das aktuell gekauft, dann wäre es irgendwie bei 90 bis 120 Euro. Also gibt es wieder verschiedene Anbieter. Mit verschiedenen Preisen, das ist aber neu. Das ganze Set würde, weiß ich gar nicht, 150 oder sowas kosten. Das ist auch immer so. Bei MZA sind mal die Preise oben, mal sind sie unten. Und ich besorge mir das halt einzeln. Und ja, wer weiß, vielleicht finde ich ja das Antriebsrad mit 13 Zähnen für vorne irgendwo nagelneu verschweißt für einen Zehner oder so, weil gerade einer wieder aufhört mit seinem Simson-Projekt. Ich muss halt immer gucken, dass ich halt Originalersatzteile verwenden tue. Gerne auch Nachbauteile, gar keine Frage, aber die müssen halt neu sein. Und es dürfen halt keine Tuningsteile sein, weil ich möchte im Straßenverkehr, wenn ich in eine allgemeine Verkehrskontrolle komme, keinen Ärger haben. Das ist genauso wie mit dem Blaulicht. Es ist verboten, es darf nicht reflektieren, aber so ein, ich sag mal, Blaulicht, so ein Milchfarbenblau, sage ich mal, was jetzt nicht reflektiert, das könnte man sich anbringen, aber da ist auch wieder so eine Sache, ne? Was passiert, wenn ein Unfall passiert? Was passiert mir? Was passiert den Verkehrsteilnehmern? Deswegen sage ich mir so, man kann sich auch so ein Blaulicht holen aus einem 1-Euro-Laden, was mit Batterien funktioniert, ohne Tatütata, und kann sich das dann einfach auf den Oldtimer treffen, so auf sein Moped stellen und fertig und einfach die Batterie leer laufen lassen. Na, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es wäre halt sehr schön, dass hier auf meinem Kanal wirklich nur Leute sind, die sich wirklich dafür interessieren, was ich hier mache. Und nicht Leute, die ja,
gar kein Interesse haben, sondern einfach nur, weiß ich nicht, aus anderen Gründen hier sind. Also da sage ich euch gleich vorweg, solche Leute kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche hier Leute auf meinem Kanal, die ein bisschen Interesse haben, so blöd das jetzt klingt. Ich habe auch für viele andere YouTuber hier Interesse, wo ich mir denen ihre Sachen angucke und auch like. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr wirklich Interesse an meinem Kanal habt, dann lasst doch auch mal so ein paar Daumen in den Kommentaren da und allgemein ein paar Likes, damit der Kanal ein bisschen wachsen kann, damit ich vielleicht irgendwann mal dann damit Geld verdienen kann. Für euch wird er natürlich nach wie vor kostenlos bleiben. Und ja, es ist halt nicht einfach im Leben hochzukommen, aber wichtig ist, dass man überhaupt was macht. Denn Menschen, die gar nichts machen, ja, die werden auch immer in demselben Kreislauf bleiben, wo sie halt sind. Euer Peter Rockabilly. Tschüss.